Genau, also unser Thema heißt Back to Front, a Reddit Analysis. Und wie man schon am Untertitel erkennen kann, haben wir Daten von Reddit analysiert. Genau, also erstmal für Leute, die es nicht wissen, Reddit ist eine Social-Media-Plattform, die in kleinere Subreddits unterteilt wird. Das sind eigentlich so kleine Communities, in denen Leute alles posten können, was sie wollen. Also zum Beispiel Bilder oder Texte. Und das kann man dann auch upvoten, das ist das Äquivalent zu liken. Und wenn man sich jetzt von dieser Social-Media-Plattform öffentlich zugängliche Daten holt, dann wollten wir rausfinden, was man mit diesen Daten alles anstellen kann. Also zum Beispiel irgendwelche Zusammenhänge ziehen, irgendwelche Erkenntnisse daraus dann schließen und am Ende dann aufzeigen, was wir eigentlich so alles unbewusst ins Internet stellen. Und in dem Projekt gab es dann drei große Themen. Erstmal die Daten holen, die Daten auswerten und dann auch anzeigen. Und anfangen wird Niklas mit den Daten holen. Genau, also zum Sammeln der Daten haben wir uns überlegt, wir benutzen die Programmiersprache Python, weil wir dadurch die Reddit API Pro benutzen konnten. Die ist für die Kommunikation mit Reddit zuständig. Wir haben uns drei Funktionen erstellt. Die erste Funktion sucht die 997 Top-Posts aus r/de raus. 997 ist es eine sehr krumme Zahl. Das Problem war halt, dass das das Limit ist von Posts, die man auf einmal holen kann. Die zweite Funktion ist, dass wir über jeden, und es werden Informationen über jeden Post gespeichert, wie zum Beispiel Titel, Autor und so weiter. Die zweite Funktion ist, dass für jeden Autor von so einem Post auch nochmal Infos gespeichert werden, wie zum Beispiel Karma oder das Erstellungsdatum von dem Account. Und die letzte Funktion ist dafür zuständig, dass diese ganzen Informationen in eine .csv-Datei gespeichert werden. Das ist einfach eine Textdatei, in der die Informationen mit Kommas getrennt werden, also Comma-Separated Values. Ja, genau. Also wie man jetzt schon so ein bisschen feststellen konnte, unsere Gruppe war so ein bisschen zweigeteilt. Die einen waren für das Sammeln der Daten zuständig und die anderen für die Analyse der Daten. Und Robin und ich haben uns mit der entsprechenden Analyse beschäftigt. Also die andere Gruppe hat jetzt uns diese riesige CSV zusammengestellt mit allen möglichen Autoren und Nutzerdaten und was weiß ich. Und man sieht hier jetzt auch einmal ganz schön im Hintergrund, wie das aussieht. Also es ist unglaublich viel. Das kann man sich jetzt nicht einfach so durchlesen. Also es ist sehr unübersichtlich und Zusammenhänge findet man da sowieso schon gar nicht drin. Deshalb muss man also irgendeine Möglichkeit finden, wie man diese Zusammenhänge gut ausarbeiten kann oder errechnen kann und Sachen miteinander korrelieren kann. Und dafür haben wir ebenfalls Python verwendet und lesen die Daten mit Hilfe von Pandas ein und verarbeiten diese auch mit Pandas. Pandas vielleicht ganz kurz, das ist eine Python-Bibliothek. Eine Bibliothek ist im Grunde nichts anderes als Funktionen, die andere Nutzer schon vorher geschrieben haben, die wir importieren können und selber nutzen können, sodass man nicht alles selber schreiben muss. Genau, und mit Pandas haben wir dann eben bestimmte Zusammenhänge herausgefunden, die wir dann mit Hilfe von Matplotlib, ebenfalls eine Python-Bibliothek, visualisiert haben, also in Form von Graphen darstellen oder in Form von Piecharts oder Barcharts. Und genau diese Zusammenhänge und die entsprechenden Grafiken dazu, die wird euch jetzt Robin einmal vorstellen. Das sind nämlich unsere Analyseergebnisse. Als erstes haben wir uns die Postzeiten angeschaut und an diesem Graphen kann man erkennen, dass die Hauptpostzeiten von 6 bis 10 sind. Und ja, als nächstes haben wir uns gefragt, was sind die Hauptgesprächsthemen in Reddit und haben herausbekommen, dass Humor den größten Anteil hat, gefolgt von Politik und Gesellschaft. Es gibt noch sehr viele andere, die wir hier nicht zeigen können, weil die nur einen sehr, sehr kleinen Anteil haben. Und ja. Wir haben uns den bestbewerteten Benutzer herausgesucht und hier kann man sehen, dass er sehr viel Humor hat, also mit Humor Themen macht und immer postet, es ist Mittwoch, meine Kerle. Und folglich daraus kann man sehen, dass es immer am Mittwoch seine Hauptpostzeit ist und an den anderen Tagen eigentlich gar nicht. Ja, die Titellänge kann man deswegen auch sehr gut analysieren, weil wegen diesen Es ist Mittwoch, meine Kerle, schießt die Titellänge in die Höhe, also
sehr viele Posts haben halt die gleiche Länge, weil er immer das gleiche postet. Und ja, das kann man hier anerkennen. Genau, da stellt sich natürlich die Frage, was kann man damit alles anstellen? Also man muss erstmal aufklären, unser Projekt, das hat jetzt noch ein paar Kinderkrankheiten. Ja? Also wir hatten jetzt ein Wochenende Zeit und sind dadurch nur an einen sehr voreingenommenen Datensatz reinzukommen. Also wir haben erstmal nur 1000 Posts und diese 1000 Posts sind auch nur aus einem einzigen Subreddit und aus diesem einzigen Subreddit auch noch nur die Top-Posts. Also von Objektivität kann da leider noch nicht so wirklich die Rede sein, kann eigentlich noch nicht wirklich die Rede sein. Aber trotzdem hat man eben gesehen, dass man schon sehr viel über einen einzelnen Nutzer rausfinden konnte. Wir konnten zum Beispiel auch herausfinden, zu welchen Tageszeiten dieser Nutzer postet. Und dadurch lassen sich halt auch Sachen wie der Schlafrhythmus und dadurch auch die Zeitzone herausfinden. Und damit kommt man auch schon zu den Möglichkeiten. Und zwar, der Punkt ist ja eigentlich, es ist jetzt komplett egal, ob ich mir diese Daten von Reddit, Facebook, Twitter, Instagram oder was auch immer ziehe, ja? Also öffentliche Daten, öffentliche Metadaten gibt es überall zu finden. Und das ist eigentlich was ganz Gefährliches, weil wenn jetzt da wirklich ein ambitionierter Hacker am anderen Ende sitzt, der vielleicht nichts Gutes im Sinn hat, kann der eben Massendatenspeicherung oder eine Vorratsdatenspeicherung vielleicht sogar über mehrere Monate anstellen und kann diese Daten dann hinreichend analysieren und im Zweifelsfall auch konkret auf euch analysieren und kann somit ganz klare Schlüsse über euch ziehen. Und das ist im Grunde der Punkt. Also wir wollen ein bisschen Awareness raisen und zeigen, dass ihr vielleicht ein wenig darauf achten solltet, an welcher Stelle ihr wie viele Metadaten ins Netz pumpt, weil das sehr verhängnisvoll sein kann, weil man eben sehr viel dadurch herausfinden kann. Genau, und damit bedanken wir uns auch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten ein wenig Aufschluss geben über unser Projekt und warum diese Dinge eben sehr wichtig sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.